Ein wunderschönes Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Gebirgers. Willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Wir verfolgen heute den Abendrot-Express, und zwar in Richtung Norden, zu einem Farbstern, zu einem großen. Ich nehme an, es wird ein orangenfarbener sein. Aufgrund der Umgebung und der Farbgebung und alles mögliche drumherum. Genug Farbsitz, geh mal rein. Hey. Denn es wird wahrscheinlich wieder ein Boss-Level sein. Es ist ein Boss-Level, ist mir klar. Aber wie schwer wird es werden oder wie lang? Das ist hier die Frage. Und vielleicht finden wir noch einiges. Ah, Mario, du kommst gerade recht, wie immer. Schon komisch. Von hier aus fährt der Abendrot-Express zum Kap-Sternenzelt. Kap-Sternenzelt, aha. Die Lokomotive kommt vom Restaurant, aber... Oh. Da ist der Zug. Was geht denn hier vor sich? Wir sind endlich am Ziel und bekommen kein grünes Licht. Oh. Das hatte ich gerade sagen wollen. Auf der Strecke vor uns gab es einen schlimmen Steinschlag. Steinschlagschaden. Sorry. Und da wir nicht stark genug sind, um den Weg frei zu machen... Ihr seid nicht stark genug, um den Weg frei zu machen bei einem Steinschlagschaden, aber ihr könnt irgendwo einen fetten... eine Lokomotive schieben? Ehrlich? What? Laufen wir einfach sinnlos in der Gegend herum. Toads sind nicht gerade besonders gut darin, sich zu organisieren, weißt du? Ein Steinschlag, da hilft nur eins. Panik! Ah! Oh, die Toads sind so herrlich. Die sind wie die Rabbits irgendwo. Ah! Ah! Hört nicht auf ihn. Panik hat noch nie Probleme gelöst. Wir müssen die Gleise räumen. Wenn der Abendrot-Express nicht fährt, kommen wir nie nach Kap-Sternzelt. Und wenn wir nach Kap-Sternzelt kommen, finden wir niemals den großen Farbstern. Werden wir niemals den großen Farbstern finden. Und wenn wir den nicht finden, ist alles aus. Panik! Tut mir leid. Oh je. Panik! Panik! Ah! Fehlt noch ein toter Weg, so. Ah, macht die ganze Zeit. Der Felsen ist gleich da hinten ein Stück weiter als die Gleise entlang. Das kannst du gar nicht verfehlen. Ah, die haben also einen anderen Zug angedockt noch. So wie es aussieht, ne? Ja, cool. Ich mach erstmal hier die Farbe, ne? Muss. Hi, mein Freund. Der Abendrot-Express ist so toll. Ich habe gehört, da ist eine riesige Sternschnuppe direkt über Kap Sternzeit heruntergekommen sein soll. Und da genau fahren wir jetzt hin. Man sagt, dass der VIP, der seit Paprikaterie mitfährt, ein Auge aufgeworfen hat. Ja, ich hoffe mal nicht, ne? Ich muss noch ein bisschen Musik minimal leiser stellen auf meinen Ohren. Der ist nämlich mega laut. Holy crap, ist das laut. Wir sollen hier nach hin. Und wir müssen auch durch den Zug wahrscheinlich wieder zurück. Okay, das ist fies. Steinschlag. Steinschlag. Ich weiß, was die Leute gegen Steinschläge haben. Die sind total toll. Ich meine, Steine schlagen schon mal. Ja, passiert. Folge den Gleisen und schon kommst du zum Steinschlag. Das kannst du gar nicht verfehlen. Ich bin mal gespannt. Hey, der Zug hier vorne sieht gar nicht eingefärbt aus. Wirklich nicht. Und er sieht aber aus, als würde er eine Treppe bilden. Ha, müssen wir es merken für später. Ziemlich sicher müssen wir es merken für später. Sieht entweder aus wie eine falsche Gabel, kaputte Gabel oder wie ein Kaktus. Oder Kaktier, wie man sagen würde. Heil-Items. Alles klar. Hier haben wir eine Box. Und wir haben hier oben eine Box. Was ist denn da drin? Ein großer Wurfhammer. Oh, das ist ja nett. Auf jeden Fall haben wir den Rückweg, okay. Ich will mir nur die Züge ansehen. Mehr brauche ich nicht. Der beste Ort, um Züge zu sehen, ist der Vorsprung von der Wand da. Für mich allerdings zu hoch, um herauszukommen. Schon seltsam. Denn ich war bereits einmal da oben. Aber ich erinnere mich einfach nicht, wie ich das geschafft habe. Gute Frage. Wie hast du es geschafft, damals da hochzukommen? Ich hätte dich fast übersehen, weil wegen meinem Mikrofon. Mann, du kleines... böses kleines Etwas, du. Und du? Der Steinschlag ist gleich da vorne. Folge einfach den Gleisen. Ah, je. Kann ich eigentlich theoretisch das Gleis hier ändern? Nö. Schade. Das wäre mal interessant gewesen, das Gleis zu wechseln und einen Unfall zu verursachen oder sowas.
Oh. Au. Mario, seht nur diese gigantischen Felsen an. Ich habe ihn aufgefordert, den Weg bereit zu machen, aber er hört einfach nicht auf mich. Vielleicht musst du nur etwas höflicher sein. Verzeihung, mein Herr. Würde es Ihnen etwas ausmachen, ein Stück zur Seite zu rücken? Aus dem Weg, du Betonschädel! Nichts zu machen. Er scheint uns gar nicht zu hören. Vielleicht schläft er ja. Ich hab's. Wenn wir meine Stimme lauter machen könnten, ließe er sich vielleicht erschrecken und aufwecken. Hm. Ich frag mich nur, wie... Okay. Er wacht nicht mal auf, wenn ich so laut rufe, wie ich nur kann. Wenn ich meine Stimme nur etwas lauter machen könnte. Ja, gut. Ich sehe, mein Ding ist da hinten auf jeden Fall. Wir müssen auf die andere Seite kommen. Da hinten ist nämlich sowas. Einkerbung. Hm, das heißt, wir müssen auf die andere Seite irgendwie. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist mit dem Block, aber der scheint so extrem weit weg zu sein. Ich meine, wenn wir hier entlang laufen, dann ist der ganz da hinten und das schaffen wir nie im Leben. Hm, das werden wir nie im Leben schaffen in der Zeit. Wobei, wenn wir uns beeilen, eventuell sogar schon. Hm. Was steht denn hier eigentlich so rum? Paprikaterie, Kapsternenzelt. Hm. Na du? Dieser Wagen ist für die roten Rettertorts reserviert. Oh. Je schneller diese Steinschlag aus dem Weg geräumt ist, desto eher können sie ihren wohlverdienten Urlaub antreten. Rote Rettertorts. Ach du Heilige. Hi. Abendrot-Express fährt bei Sonnenuntergang los. Ist das nicht romantisch? Du willst ja Kapsternzelt, um meinen Fahrplan zu suchen. Viel Glück bei der Suche, Mario. Da scheint es irgendwie Probleme zu geben, aber wir haben heute unseren freien Tag. Dann lass es wohl dir was lassen, Mario. Das schaffst du schon. Oh, ihr seid so Helden. Oh. Mann. Unsere gesamte Einheit der Rettetorts macht Betriebsferien. Von Zeit zu Zeit muss man auch mal entspannen, nicht vergessen. Wow. Ihr seid echt die Helden, ey. Ist ja witzig. So wie du herumirrst, suchst du sicher nach einer Methode, den schlafenden Felsen aufzuwecken. Schwing doch einfach mal den Hammer gegen diesen Erfaltungsblock hier. Bin mir sicher, dass der dich irgendwie weiterbringt. Oder auch nicht. Ah, ich wollte um die Ecke springen. Schade, geht nicht. Sobald der Felsen aus dem Weg ist, können wir den Wagen anhegen. Was? Die Wagen anhängen? Und auf den Weg zur Kapsternzelt machen. Die Verzögerung tut mir furchtbar leid für die Passagiere. Vor allem für unseren VIP, der bei der Paprikaterie zugestiegen ist. Bitte hilf uns, den Felsen so schnell wie möglich aus dem Weg zu räumen. Oh, Mann. Und selbst hier unten ist noch was einzufärben. Das ist nervig. Ich glaube, wie weit wir gehen. Da hinten scheint nichts Besonderes zu sein. Na, herrlich. Also es gibt noch eine Menge einzufärben, was wir erst machen können, wenn wir die Züge weggepackt haben. Ergo müssen wir vielleicht später mal vorbeikommen. Aber jetzt erstmal... Lauf. 20 Sekunden, ey. Lauf so schnell, wie du es kannst, Mario. Du bist super... What the hell? What? Oh, das ist aber mega uncool. What the fuck? Aber warum? Zum Geier kommt er... Okay. Aus irgendeinem Grund kam der Felsen angerollt oder Rollen. Shy Guys. Ah. Eingefärbt. Oh, ein Wasserturm. Mit einem Speicherpunkt. Ah. Hey! Wir haben noch gar nicht die Baustelle heruntergerollt. Meh. So ist besser. What? Oh, Mann. Diese Shy Guys, die sind echt bekloppt in der Birne. Gut, schauen wir mal, was habe ich denn für euch, ihr kleinen Nervensägen, ihr? Wie kann ich euch am besten kaputt machen? Habe ich einen Seriensprung für die? Eisensprung. Die werden mich gleich bestehlen, das weiß ich schon. Nehmen wir den Dreifachhammer, das sollte reichen für die. Ah, schade. Du bist ein Held. Ich mag dich. Du bist ein kleiner Held. Denkst, du kannst dir was tun und fliegst dann voll auf die Schnauze.
So mag man das. So mag man das. Kleine Vollidioten. Ha. Oh, ich hatte einen Seriensprung gehabt. Na gut. Bam 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 bam. Ah, dass das jetzt perfekt zählt, ist ja lustig. Hui. Gut. Ein bisschen mehr hiervon, ein bisschen mehr davon. Oh, jetzt weiß ich, ich bin mit dem Wasserturm auf den Vorsprung gelangt. Wer auch immer den eingebaut hat. Oder zusammengefaltet hat. Böse. Speichern. Das ist hervorragend gelaufen. Das macht viel mehr Spaß so. Hm, kann ich einfach die Treppe benutzen? Bisschen das Leiter? Nö. Gut. Na dann. Rein hier. Kommen wir irgendeine Höhle oder kommen wir erst mal auf der anderen Seite einfach durch? Nee, ist einfach nur ein Durchgang. Gut. Können wir den Durchgang auch zerstören? Nein. Alles klar. Dann wecken wir den Frump auf, wa? Das wird böse enden. Wenn der uns angreifen sollte, eieiei. Ich will sie nicht verschreien, aber das könnte gleich sehr, sehr laut werden. Können wir eigentlich noch weiterlaufen oder sagt er dann, nope. Wir müssen den Felsen aus dem Weg räumen. Okay. Hey Fabian. Du hast ja was gewünscht, ne? Und ich habe genau das, was du willst. Oh, ich muss das Ding ausschneiden anscheinend. Anscheinend einfach die Karte drauf zu pappen. Und du hast dir gewünscht ein Item, mit dem wir diesen Frump aufwecken können. Beziehungsweise um deine Stimme lauter zu gestalten. Wie wär's denn hiermit? Autsch. Oh oh. Unglaublich, das ist der verschlafenste Felsen, den ich je begegnet bin. Aber jetzt ist er aufgewacht. Vielen Dank für eure Hilfe. Nun kann der Abendrot-Express seinen Weg fortsetzen. Ich muss sofort den anderen davon erzählen. Sicher, dass er nicht gleich einfach wieder runterfliegt. Ich hätte jetzt ein bisschen Angst davor, da runterzustehen. Na gut. Also, zurück zum Abendrot-Express. Nächster Halt, Kap Sternzelt. Ponk. Mario! Oh oh, was Cooles. Das sieht gut aus. Alles in bester Ordnung. Die Wagen sind jetzt alle an die Lokomotive gekoppelt. Der Abendrot-Express ist bereit zur Abfahrt. Mario! Oh nein. Es ist eine Katastrophe. Unser VIP und seine Freunde verwüsten alles. Und das gerade, wo wir abfahren wollten. Mario! Oh. Oh mein Gott, das ist knapp. Oh, hi Larry. Well, shit. Oh, das war knapp. Mario, hast du die verdächtige Gestalt auf dem Dach gesehen? Mario! Oh mein Gott. Alles klar. Mario, wie schrecklich, der VIP hat den Zug entführt, als er gehört hat, dass du auf dem Weg zum Kap Sternzelt bist. Aber wir können ihn sicher noch schnell einholen mit dieser ultraschnellen Drasine. Du musst uns Schwung geben. Schlag einfach mit dem Hammer auf den Griff und zwar tüchtig. Nope. Mario, wo gehst du denn hin? Wir müssen dem Abendrot-Express hinterher. Ich will aber... Kann ich glauben, dass sie den Zug entführt haben, nachdem ich endlich die Wagen an die Lokomotive gekoppelt hatte. Der arme Zug, was er alles durchgemacht hat. So schnell bin ich seit dem Pilzkönigreich-Marathon nicht mehr gelaufen. Ah. Ich hätte nie gedacht, dass ein VIP so unlöchlich sich aufhören könnte. Wenn man so... Okay, wir sind hinterher. Moment, falsche Richtung. Oh. Oder auch nicht. Das könnte interessant werden. Mann, bist du schnell. Wir haben den Zug eingeholt. Beeil dich und halte VIP auf Mario. Nein. Bitte beeil dich und halte VIP auf. Okay. Wenn du zurück zum Bahnhof möchtest, lass mich einfach wissen.
Eigentlich wollte ich zurück zum Bahnhof, ehrlich. Ja, wir gehen mal kurz zurück zum Bahnhof. Verstanden, zurück zum Bahnhof. Oh, das hat zurückfallen. Cool. Ich wollte nämlich noch alles einfärben eben. Und mich ein bisschen vorbereiten. Wir haben nämlich ein bisschen wenig Leben. Da wären wir. Ich warte hier auf dich. Schlag mich mal auf den Griff der Rina, wenn du Luft haben möchtest. Jawohl. Schmachen wir doch. Mit links. Jo. Zunächst einmal wollen wir alles einfärben, was wir finden, ja? Oder mit den Tozi quatschen. Hi. Also wie PC erzählt aber, dass Mario auch hier ist, stand ihm die blauen Haare zu Berge. Er hat gesagt, ich muss unbedingt zu Kap Sternzappe von Mario da ist. Jo. Eieieiei. Das ist ein Theater mit den Toads hier. Gut. Hallo. Ein bisschen einmal einfärben und so. Wir müssen uns ein bisschen eindecken mit Items und allem, weil Bosskampf incoming und nicht gut für uns und so. Könnte schmerzhaft werden. Und vor allem blau, blau, blau. Holen wir uns ein paar gute Karten. Und leben. Bam, bam. Schlagen wir den mal auf eine Karte. Bla, bla, bla. Es ist ein Memory. Oh, minus 10 Sekunden, ihr Pisser. Ist das eine Pfefferkopie? Das war's nicht. Da. 5 Sekunden extra. Sprung. Hammer. Kopie. Pulpfbuschen. GG. Yeah. Blöde Zeit. Bam. Sehr schön. Das lässt sich doch machen. So ein bisschen davon mitnehmen eben. Und ich habe dich nicht vergessen, mein Freund. Mein Freund, die Schiene. Gut. Wir dürfen hier alles erstmal fertig haben. Abgesehen von eventuell einer Sache. Eventuell einer Sache? Möglicherweise einer Sache. Ja, wir gehen nochmal speichern. Ich nehme an, die geben uns wahrscheinlich noch Leben im Zug selbst. Sonst wäre es ein bisschen lächerlich. Aber... wer weiß, wer weiß. Yeah, wir laufen auf den Schienen, als wären wir getrieben von Wut, Zorn, Rache und Gefühlen. So. Auf geht's. Reiten wir dem Sonnenuntergang entgegen. So, na dann. Hallöchen. Oh, das ist ja mega cool. Die Tür geht einfach auf. Oh. Aber Rettertod, wie war's mit deinem Urlaub? Mario, entführt! Der Abendrot-Express wurde entführt! Und es sind noch Rettertods drin. Wenn du sie findest, hilf ihnen bitte. Rettertod, rote Rettertod Nummer 1, bereits im Einsatz. Und selbst im Rapport bei unserem Port, in Port Brisbane bei unserem Führer warten. Okay. Junge. Ah, okay. Oder so. Vorsicht, Mario, die Shikers dürfen dich nicht sehen. Oder Retter hat uns 41 bereits im Einsatz. Und selbst im Hauptquartier in Port Brisbane. Oh Mann. Doing. Au! What the f... Oh, das ist mies. Ihr seid ja fies... Ihr seid fiese Gestalten, ich hasse euch. Ah! Doing! Dreimal! Du olles Mistding! Du bist ein gemeines Etwas, du! Kann ich die Tür öffnen? Tja, was? Der macht T-Bag auf den Toad? Der hat... Ach du Schande. Die Gitarren-Vibes spenden Energie. Au, Kacke. Au, Kacke. Das könnte schmerzhaft werden, möchte ich sagen. Ich habe einen Pilz.
Ich hab nen Pilz und ich hab Feuerblumen. Doch die will ich nicht hier dran verschwenden, das wäre nichts. Gut, erstmal mit Pilz heilen eben. Wie viel? 75 oder was? 40. Oh, crap. Machen wir die mal kurz weg. Exzellent, sehr schön. Oh Mann, die haben ja ordentlich Leben. Alter. Boah, 12 Schaden pro Schlag. Alter. Der Bade, haltet die auch oder wie? Ich hoffe nicht. Alter, da bin ich im Schock der Atem. Ich hasse dich, du kleiner Badengeil. Das ist ja abartig. What the crap? Wie viel einfach heilt. Oh, das ist nicht gut. Nee, ich muss das mal einfärben. Wird eine Menge Farbe einnehmen, aber das ist es mir gerade wert. Oh Mann. Zwei große Hochhämmer und zwei doppelte Hochhämmer. Ja, es sollte reichen mit den anderen beiden noch zusammen. Könnte bei dem hier ein bisschen knapp werden. Eins, zwei, drei, vier. Und sei weg. Jawohl. Eins, zwei, drei und vier. Du nerviges Etwas. Geh drauf. Oh mein Gott, das ist echt abartig. Heilige Macaroni. Wir werden in der nächsten Runde gestorben. Ich bin nicht weggemacht. Wow. Alles klar. Okay. Es ist scharf. Papierabfälle. Mann, in den Papierkorb. Ich wurde zu einem Ball zusammengeknüllt und beinahe weggeworfen. Vielen Dank. Roter Ritter Nummer 2, bereits im Einsatz. Und ich hab's zum Hauptquartier in Port Prisma. Wieso springt ihr immer? Ich gehe erst. Ich gehe, wenn ich Lust dazu habe. Also dräng mich nicht. Oh. Okay. Man kann ja einfach raushauen. Nervig ist etwas. Wie oft machst du das? Eins, zwei, drei. Ha. Gemein. Der da oben nervt aber hardcore. Das ist ja richtig schlimm. Fuzzies? Oh, nö. Warum Fuzzies? So. Die Münze gerade reingegangen. Wir haben hier einen Koffer. Dieser Koffer scheint verschlossen zu sein. Lass ihn erstmal. Ich brauche eine Schlüssel dafür. Hallo, Zug, der ganz klar. Auf dem Boden war ein Ding. Oh nein. Ein Ding? Was für ein Ding? Ah! Ein Raupengeil. Oh nee. Ach du Schande. Hast du irgendwo Hinweise oder so? Da muss ich wohl ein Stückchen ranschleichen. Ah. Vielen, vielen Dank. Selbst heldenhafte Rettertods haben von Salz oder Angst. Ja, das ist Nummer 33 bei zum Einsatz. Und jetzt zum Hauptquartier. Oh Mann. Na, ist zum Teufel. Finde ich interessant, wie die Farbe nach außen dringt. So, von hier müssen wir langsam mal nach oben aufs Dach anscheinend. Hab dich gehört. Ah, ich muss sie aktivieren. Okay. Warte, wie kann ich den aktivieren? Ich muss erstmal aufs Dach dafür.
Gibt es eine Möglichkeit? Es gibt eine Möglichkeit. Moment. Kann ich denn eventuell... Nein, von hier? Fast. Hätte ich fast gehabt, das Ding. Oh. Da muss er echt ein bisschen flink sein für. Oh. Muss man Frame Perfect schaffen, oder was? Ist sehr abartig. Knapp daneben. Vielleicht muss ich auch ein bisschen was einfärben erst davon. Mal gucken. Gehen wir erstmal weiter. Der Zug. Was denn, die Tür klemmt? Oh, witzig. Okay, das ist blöde. Hm. Ich kann das gar nicht. Oh, ich habe eine Idee. Guck mal hier. Ich kann da vorne den Zug. Okay, weiter sollte ich nicht laufen. Machen wir es so. Einmal kurz ausschneiden, dann klettern wir kurz so hoch. Und dann sollten wir dazu kein Problem mehr haben. Also ich meine, ihr habt genau gesehen, wo wir lang gehen. Das ist ja kein Ding. Einmal auf die Kiste drauf. Das war aber ziemlich offensichtlich auch. Und daher total in Ordnung für mich. Gut. Jetzt sind wir oben drauf. Auf dem Zug. Voll die Cheater-Mission, aber gut. Hallo Stange. Wozu habt ihr eine Stange hier? Hm. Nee. Sehe schon. Nein. Böse. Ach du mein Herrn. Nein. Blöde Sombrero Guy. Ah, die spenden Energie. Die machen jetzt irgendwo mehr Schaden oder so. Gut, wir fangen an mit einem Hammer. Zwei Hämmern. Das müssten... Ich nehme normale Hämmer dafür. Die halten da doch einiges aus, das stimmt ja schon. Machen wir einen normalen Hämmer hier. Da, zwei normale Hämmer. Ja. Da als weiteres drei abgenutzte Sprünge. Und wenn es nicht reichen sollte, nehmen wir zusätzlich noch... Ich müsste noch irgendwas nehmen, was dann alles treffen kann. Ja, den großen Seriensprung am Anfang. Ach, davon noch einen übrig. Das ist cool. Das sollte reichen. Ja, das sollte auf jeden Fall reichen. So, Sombrero Guy, ich hab dich schon gehasst. Im... Oh, wow. Der hält seine Gitarre rum, Schaden abzuhalten. Interessant. Ich hab dich schon gehasst in dem anderen Spiel, in Sticker Star. Aber hier... hasse dich umso mehr. Weil du ständig fliehst. Ich hasse dich. Oh, du bist ein ekelhaftes Etwas, du. Noch mehr. Ah, die sind alle einzeln, oder was? Eww, ist ja nervig. Hab dich. Du musst weg. Halt er sich erstmal? Nein, er spendet sich Energie. Die Dinger sind wirklich krass nervig. Ehrlich, krass, krass nervig. Deswegen gehe ich mit allen Sachen rein, die ich benötige, denke ich, um ihn loszuwerden. Ja, es sollte reichen, wenn ich alle hinkriege. Oder auch nicht, weil er zu viel Leben hat. Meine Herren. Flieht er? Ah! Alter! Du Sackgesicht, das hat weh. Das war gemein. Fies. Oh. Auch nicht schlecht. Fliegt vom
Er fliegt ganz schön weit weg. Aha, das Dach haben sie ein bisschen aufgesaugt sogar. Aufgesogen. Gemeine Kerle. Oh, hi. Warte, zieh mich doch nicht ab. Zuerst möchte ich mich vorstellen. Roter Retter Lotte 35, bereits zum Einsatz. Und ich sag zum Hauptquartier bei unserem in Port Prisma, weil sie Anführer warten. Gut, jetzt kannst du mich abziehen. Bye. Aber gut. Bye. Runterspringen können wir nicht. Das sollten wir auch nicht tun, das ist ziemlich gefährlich. Aber was wir tun sollten, ist das hier. Laufen so schnell, wie wir es können. Bam. Sehr schön. Ah, ein roter Teppich. Cool. Können wir vielleicht da vorne noch lang gehen? Ja, wir können hier vorne auch noch lang gehen. Was machen die da? Posieren die? Sieht aus, als würden die posieren. Ah, die Tür geht nicht auf, weil sie nicht eingefärbt ist. Ah, guck mal an. Muss von innen verschlossen sein. Ist ja da auch. Wow, wie böse. Was machen die Retten? Was machen die Toads da vorne? Oh, hallo? Lokomotiven stoßen ja so viel Rauch raus. Da kann man ja kaum noch was sehen. Und gut für die Umwelt ist es auch nicht. Wenn ihr mich, Goomba, zu eurem Anführer wählt, werde ich sehr viel mehr als unser jetziger Anführer in erneuerbare Energien investieren. Ich meine ja nur. Alles klar. Ah. Roman kann ich ihn nicht anscheinend. Wir machen die ganze Arbeit Schaufel Kohle und sind von oben bis unten mit Ruß verschmiert. Und Larry macht sich nur eine schöne Zeit. Typisch. Ich brauche einen Schornstein nur zu sehen. Und schon will ich mit etwas verstopfen. Aber wenn ich das machen würde, käme kein Qualm mehr raus und ich würde Ärger mit Larry bekommen. Alles klar. Er ist ein merkwürdiger gesehen. Hier scheint jeder so seine Sorgen zu haben. Mario, hör doch einfach mal zu. Das Leben ist hart, aber geht niemals auf, in Ordnung? Das war's. Oder Retter 42, bereits im Einsatz. Das ist zum Rapport. Oh Gott. Da ja schon den ganzen langen Weg hergekommen. Willst du nicht ein bisschen ausruhen? Klar. Mario, höre mir einen Moment zu. Wünschst du nicht auch manchmal, dass du den trübsinnigen Alltag entfliehen kannst? Sieh uns an, zum Beispiel. Was? Sieh uns an, zum Beispiel. Aus dem Nichts und ohne Vorankündigung sollen wir einen Zug angreifen. Oder eine Küche. Gibt es einen Sinn? Mario, jedes Hindernis auf deinem Weg ist das Ergebnis unserer harten Arbeit, für die uns niemand dankt. Ich hoffe, unser Chef weiß, wie viel wir leisten. Vielleicht sollte ich ihm nächstes Mal einen Strohhalm geben und sagen, an die Arbeit. Oh Mann, das ist voll traurig irgendwo. Hier sitze ich also, erschöpft von meinem Tageswerk und sehe aus dem Fenster, hinter dem sich der Abendhimmel erstreckt. Und ich wünschte, ich könnte zu einem weit entfernten Ort fliegen. Doch ich versuche den Unterschied zwischen Wünschen, zwischen Wunsch und Realität. Was? Oh Gott, doch ich verstehe den Unterschied zwischen Wunsch und Realität. Wir Stärken Bowsers können nicht einfach unseren Tagträumen folgen. Mario, vielleicht werden wir dich eines Tages angreifen. Und dann stehen die Guten gegen die Bösen. Da gibt es nichts zu beschönigen. Danke, dass du uns zugehört hast, Mario. Bin mir sicher, dass wir uns irgendwann wieder treffen. Dann vielleicht als Feinde. What the hell? Larry, ganz gut. Darf einen Luxuswagen fahren, mit dem sich die Kartessen vollstopfen. Ich hoffe, dass ich eines Tages auch einmal so erfolgreich sein werde. Der Typ ist echt cool. Eines Tages kaufen wir irgendwo ein Häuschen. Vielleicht an einem malerischen See. Und lass dieses Leben voller Gefahren hinter mir. Tut mir leid, dass ich deinen deinen schönen Satz verbutschert habe irgendwo, aber... Verdammt! Mann! Vor uns befindet sich Lokomotive, aber von hier aus kann man nicht drüber. Du musst wahrscheinlich über das Dach gehen und versuchen, irgendwie auf den Terrain da zu gelangen. What the hell? Tut mir leid, ich habe irgendwie gar nicht vorgestellt. Rote Retter Tod 34 bei 2 Einsatz. Und jetzt ab zum Hauptquartier in Port Prisma von unserem Anführer warten. Hui!
Auch nicht schlechter Kollege. Finde ich auch gut, wie die keinen Bock haben, irgendwo großartig was zu machen. Böse zu sein und so. Ich frage mich, was mit denen da drin passiert ist. Die scheinen alle so festzustecken. Hm. Der hätte aber wirklich so eine tiefe Bedeutung. Hm. Der muss es sein. Oh, guten Schaden kassiert für ein Dingens. Bam, badadam, 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 badadam. Yeah. Ich hasse diese Barden. Man muss sie einfach als Barden ansehen, ja? Und die Barden sind so böse. Also nicht die Baden-Baden, ne? Sondern diese Barden hier. Zwei Hochhammerstunde gibt es für dich, mein Freund. Zum Preis von ein. Jawohl. Komm mal an. Jawohl. Eins und zwei und drei und vier. Ah, das war nicht so gut. Wow, der belebt das sogar, das ist krank. Bei der Darbewegung schockt der Atem. Schön, wa? Bam 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 bam. Weg. Badadam, bam, bam. Ich weiß nicht, wie man seine Gitarre wegnehmen kann. Ich meine, die könnte man ihn wegnehmen. Warum verstopfst du das? Hm. Dann will die Retter trotz. Oh. Nicht bewegen. Wenn du dich bewegst, gibt's Hauer. Okay, das ist scheiße. Du hast sie bewegt! Ach. Oh nein, erzähl mir, das ist jetzt 8 einzelne. Oh, Alter. 8 einzelne Sniffits? Das ist ja abartig. 8 einzelne Sniffits. Ja, das kann daraus werden, ey. Ich bin gespannt, was der da so entstehen lässt hier gleich. Der große Wurfhammer. Ansonsten habe ich theoretisch noch ein paar Karten hier, die was machen könnten. Ach, wie wär's mal mit dem Iggy? Ich bin mal gespannt, was die da machen mit dem Iggy. Ich mach, was ich will. Ja, ja, ihr macht alles, was ihr wollt. Drehen. Jawohl, ja. Hey. Oh. Die sind alle geflohen. Oder draufgegangen, eher. Es ist schwierig, stockstill dazustehen, was mir plötzlich deine Nase juckt. Wir sind die roten Rettertods, 36 bis 39. Na ja, zur Abfahrt hier. Springt auch gerade durchs Fenster. Ah, nee, mach eine Leiter. Ihr seid durch die Helden, das ist ja unfassbar. Einfärben. Und abziehen. Sehr schön. Na. Ah. Gut. Schlüssel. Für den Koffer. Yeah. Wenn das hier der Zug ist von Larry, dann müsste der Koffer auch von ihm sein, richtig? Das heißt, in diesem Koffer ist irgendwas, was ihm gehört und was eine große Schwäche von ihm ist. Oh, eure Rettertods. Endlich frei. Puh, 30 Tods in einem Koffer? Das war ganz schön eng. Auch wenn wir alles schön sauber gefaltet waren. Wir sind Retter, roten Rettertods 3 bis 32. Und jetzt ab zum Hauptquartier. Alter. Also. Hut ab, ja. Für so viel Arbeit. Die alle reinzuballern. Das ist echt respektabel irgendwo. So. Da war noch was. Hi. Oh. Das war ganz schön schwer. Rote Rettertod Nummer 40, bereits im Einsatz. Okay, viel Spaß. Hallo, Speicherpunkt. Und dann hallo. Vorne.
Oh no. Bin ich schon wieder hier. Ihr macht so übertrieben hohen Schaden. Ich hätte es erwarten müssen. Ihr macht zu viel Schaden, ihr drei. Das gefällt mir gar nicht, Mann. Das tut total weh. Auf dem Kopf, das mag nicht sein. Kohle kommt, Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Wir müssen mit dem Hammer eigentlich weghauen. Weil die Sprünge funktionieren nicht. Was kann ich also machen? Ich müsste irgendjemanden haben, der angreifen kann, so generell. Spike, Spike. Und dann natürlich einen Treffer abhaben. Hammer, Bruder. Und ansonsten nutzen wir selber mal den Hammer hier. Ein paar Stück. Alter, ich habe halt keine Farbe mehr. Bin mal gespannt. So, mein Freund. Wow. Wirklich. Damn. 40 geblockter Schaden. Alter, ey. Ihr tut mir echt in der Seele weh. Die kleinen Monsterchen. Ich habe genug Kopfbüschen für alle. Warum habe ich die eingefärbt? Kein Sinn. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8, 9 und 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Jawohl. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, der ist weg. Nicht mal irgendwas zum. Ist halt gemein. Ist hier gerade über den Weg geschlittert? Auch nicht schlecht. Ah, du hast ja gerade schon lange gebraucht. Ich habe mich fast schon wieder von diesem steinigen Steak geholt. Von dem riesigen Steak. Steinigen? Riesiges Steak? Heißt das, du bist der VIP? Kein Wunder, dass der VIP so den Larry gemacht hat. Oi. In Sachen Steak macht dir niemand was vor, Mario. Du hättest Koch werden sollen. So hättest du wenigstens ein langes, schmackvolles Leben gehabt. Aber jetzt muss ich erledigen, bevor wir bei Kap Sternzelt ankommen. Mauser erwartet einen großen Farbstern und ich habe keinesfalls vor, ihn zu enttäuschen. Hast du ihn einmal erlebt, wenn er enttäuscht ist? Das ist geradezu herzerreißend. Doch genug der Vorrede, bringen wir es hinter uns. Na dann. Zeig, was du kannst. Haha, ich liebe den Geruch eines kurz bevorstehenden Kampfes. Meine Schergen haben den Zug entführt. Und es werden meine Schergen sein, die dafür sorgen, dass der Zug, entführt bleibt. Alles klar. Von mir aus versuch's. So, zunächst einmal werden wir natürlich auf ihn einpreschen, was geht, ne? Was haben wir denn so Schönes hier? Ich habe noch, große Hochhämmer. Und große K.O.-Hämmer. Aber ich will ja auch gleichzeitig irgendwo meine Farbe wieder einbekommen. Das heißt, ich werde mir einen Pilz schnappen, einen One-Up-Pilz, und mich damit hochheilen, bis halt meine Farbe zusammenballern. Ich frage mich, was der hier machen will. So viel Leben scheint er auch nicht zu haben insgesamt. Ah, doch, er scheint ein bisschen was an Leben zu haben. Na gut. Und bam. Ah, das sieht als Hintergrund. Alles klar. Also als Objekt hinter ihm. Ja, muss ich beachten. Okay. Oh, er heilt sie einfach wieder, hä? Huh? Boah, wie fies. Warte. Wer? Ah, du. Die Lokomotive ist nicht dazu da, dass du mit anschauen kannst, was du immer magst. Ich arbeite mich zum Führerhaus vor, um diesen Scheige aufzuhalten. Gib mir Deckung. Das ist ja mein vorlauter Toad. Warum kann er nicht einfach stillsitzen und Angst haben wie alle anderen Toads? Schnappt euch den Toad. Gut zu wissen, also wir müssen dann Floppen reinpacken, hä? Mist. Drei kleine Scheigeis. Hier kriegen wir einfach weg. Eine Feuerblume drauf, denke ich. Ah, und Larry könnte ich theoretisch auch damit treffen. Ah, mal schauen. Große Feuerblume.
Könnte Verschwendung sein. Ist es wahrscheinlich auch. Schauen, ob der überhaupt trifft. Nö. Hey, der hat getroffen. Amateure. Ich habe keine Angst. Mario, bitte bleib auch weiterhin vor mir. Okay, es macht gar keinen Sinn, ihn anzugreifen. Er hält sich immer um das Maximum hoch. Es sei denn, ich one-shotte ihn. 21, Alter. Schergen, schnappt ihn euch. Ja, und 10er Paracooper, leck mich. What the frick? Habe ich überhaupt noch einen Hilfpushen für die da oben? Nö. Kartenrad. Auch nicht großartig, nein. Ich habe den Doppelhammer geschnappt, statt der Rübenkopie. Ich nehme... Boah, für den muss ich auf jeden Fall Hammer benutzen. Kriege ich Schaden. Oder aber ich zerstöre ihn einfach. Mit einem Eisensprung. Das ginge ja theoretisch auch, aber ich glaube, das würde nicht so viel bringen. Großer K.O.-Hammer für dich. Für euch da oben habe ich leider nichts großartig Tolles. Außer abgenutzte Sprünge, 5 Stück. Davon ausgehend, ein Sprung macht wie viele Sprünge? 5? Eigentlich total Verschwendung. Eisensprünge sollten reichen. Und für den ganz da hinten werde ich 3 Hämmer benutzen. Na, los geht's. Muss alles gut durchgeplant sein. So, der ist weg. Ah, jetzt wurde der Schaden abgewehrt da hinten. So, das sind noch 5. 4, 3, 2, 1 und weg. Sehr schön. Oh, kacke, das macht ja gar keinen Schaden an dem Ding. What the? Aber oh, ich muss zum Führerhaus. Au, das war unfair, Mann. Schergen, schnappt ihn euch. Oh, Mann. Okay, das ist jetzt ein Paracooper und ein 10er Paracooper. Oh, das ist ja viel einfacher als der mit dem komischen Ding jetzt auf dem Kopf, ey. Aua. Okay, ein Maxi-Pilz zum Heilen. Das gleiche wie klar, wie gerade, abgesehen von den Dingens. Oh, Moment. Oh, das ist ein bisschen blöd. Okay, ich brauche 3 Sprünge. Ich habe 5 abgenutzte Sprünge, das reicht. Ich muss ihn mal einfärben, großartig, oder? Nein. Glaube ich nicht. Sehr schön. Ich muss auch vorsichtig sein. Bezüglich Oh, wow, das macht gar keinen Schaden. Bezüglich wahrscheinlich den Cooper Shells. Ja, ich hätte es einfärben sollen. Oh, er scheint verwirrt zu sein. Sehr schön. Ah, ist gut. Ah, nein. Amateure. Ja, Mario, so geht's. Und er heilt sich wieder. Na, super. Es hätte, ich müsste irgendwie one-shotten können. Nein. Schergen, schnappt ihn euch. Okay, ein 10er Paracooper und 2 rote Peak Sky. Mann, sind die nervig. Okay, das sind jetzt wie viele? Moment, was seid ihr? 2 Eisensprung, okay. Und dann brauche ich noch 2 große K.O.-Hammer, um die wegzuhauen. Ich habe die auch mal ein. Na, ein bisschen. So. Na. Einfärben. Na gut, was soll's. Gut. 1, 2, 3, 4 und 5. Gut. Der Rest ist übrig. 1, 2, 3, 4 und 5. Sehr schön. Alles gut, alles gut. Der ist weg. Und der andere hat überlebt.
So, gibt nochmal einen schönen bisschen Schaden. Amateure. Batzen Schaden. Nur noch ein Schritt. Bin fast beim Führerhaus. Bitte keine Kohletypen. Bitte keine Kohletypen. Ich hasse die Kohletypen. Die will ich auf jeden Fall wegballern. Mit irgendeinem Item. Okay. Shang, schnappt ihn euch. Ja, klar. Gut. Die kriege ich weg. Die kriege ich auf jeden Fall weg. So, den hier. Großer K.O.-Hammer. Großer Sprung. Und dann brauche ich noch einen Zweiersprung oder irgendwas in der Richtung, was die alle komplett rausnehmen kann. Ich hab nix. So doof es klingt, ich hab nix. Um die rauszunehmen. Das heißt, ich mache einen großen Seriensprung. Das müsste funktionieren können. Ich hoffe doch. Das ist richtig mies. Ich hätte das Kartenrad machen sollen. Ich bin doof. Warum soll ich treffen den Typen da hinten? Okay. Das wird nicht reichen, alle rauszunehmen. Mist. Oh. Ah, wow, muss zum Führerhaus. Ah. Nervig ist etwas, du. Keine Kohle, keine Kohle. Okay. Ich brauche das Kartenrad. Da ist ein Hüpfbuschen bei. Sehr schön. Doppelte sogar. Hab's. Sehr schön. Doppelhüpfbuschen. Allerdings brauche ich jetzt nur einen. Theoretisch. Aber ich könnte auch mal eine Kopie einsetzen von dem Item, was ich habe. Und zwar habe ich ja noch ein paar Sachen hier. Ich weiß nämlich, was davon mehrfache Treffer macht. Ich möchte ungern auf den draufspringen, auf den einen mit dem Stachel am Kopf. Aber ich glaube, es muss sein. Ja, es muss sein. Es sei denn, ich verscheiße einen von den Sprüngen eben. 4, 5, 6, 7, 8. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut. Sehr gut. Und sehr gut. Dann sind die weg. Come on. Es ist echt schlimm, eine Escort-Mission zu haben während dem Bosskampf, ey. Nein. Nochmal dasselbe wie gerade. Oh, da ist nichts Gutes bei. Außer ein doppelter Sprung. Mist, ich habe eins zu früh gedrückt. Nein! Ich habe eine Eisbombe gehalten. Ich kann keinen Doppelsprung. Ich wollte einen Doppelsprung haben. Ah, das ist mies. 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 Weil die treffe ich da oben nicht mit dem Dingen. Großer Seriensprung hätte ich ein paar. Zwei Stück sogar. Aber die bringen mir nichts wegen diesem blöden Stachelhelm. Ach, ist das kacke. Sehr, sehr doof. Vielleicht könnte ich die ja alle ein bisschen kaputt machen. Mit einer Kopie von dem Item. Ich glaube, ich werde die mal machen hier. Damit wir mal gesehen haben. So, und weil es dann noch eventuell klappen könnte, die umzuhauen. Hoffen wir das Beste. Ich hoffe, das Becken reicht dafür. Oh, er verschwindet einfach. Auch nicht schlecht. Oh, er hat sie alle kaputt gemacht. Wow. Auch nicht schlecht. Oh, er ist immer noch verschwunden. Wo ist denn der hin?
Ausgewaschen. Ja gut, den Treffen tue ich ja mit Mama nicht, ne? Aber zumindest sollte er tot durchkommen. Oh, er ist durch. Er hat sich geheilt. Cool. Naru, ihr habt es geschafft. Ich habe diesen Schalker aus dem Führerhaus vertrieben. Jetzt zeigt Clary, wo der Hammer hängt. Okay. Der Tod wird mir langsam zu dreist. Wenn dir Lokomotiven so sehr gefallen, müsstest du dich an diesen Rauch geradezu verlieben. Wow, what the... Habe ich noch irgendwo einen Pfropfen eventuell, um den zuzumachen? Nee, ne? Doch, ich habe einen Korken. Theoretisch, wenn es da rein muss. Oh, ich brenne gerade oder ich stehe in Flammen oder sonstigen Kram. Vielleicht kann ich einen Korken draufsetzen. Ich versuch's mal. Es könnte jetzt sein, dass ich den drauf machen muss oder wann anders. Mal gucken. Ansonsten werde ich versuchen, ihn wegzuhämmern, denke ich. Na, einfach das Kartenrad. Kartenrad OP, OP. Was haben wir da Tolles? Dreiersprünge. Oh. Ja, hab sie. Sehr schön. Gut. Den Korken, den Dreiersprung. Und ein Dreierhammer. Abgenutzte Hammer. Na dann, gucken wir mal kurz, ob es klappt mit dem Korken. Er scheint stehen zu bleiben, das ist gut. Au. Ah, passt. Du hast den Schornstein verstopft, du elende Nervensäge. Ich bin... doof. Wow. Noch bin ich nicht besiegt. Ah, oh, der ist weg, der scheiß Rauch. Das ist ja ein Witz. Jetzt habe ich ein tolles Item gehabt, einen Dreiersprung, ja? Na gut, da bin ich nur wieder Blödsinn bei. Hey, ein großer Hammer. Das ist okay. Hatte ich mal ein gutes Item. Passiert. Okay, große Heilung. Das hier. Und ein Nieser. Ein Nieser. Blöder Rauch. Häng mir in der Nase. Ich habe nicht genug Farbe, um das Ding einzufärben. Na gut, und eine einfache Eisblume. Vielleicht bringt die ja irgendwas. Gut, erstmal Heilung. Wollen wir nicht drauf gehen? Der frisst mir ganz schön viel Leben weg, muss ich echt sagen. Gut. Und einmal hier für dich. Wir sind die Eisblumen. Wir frieren dich ein, so wie dein Haar blau ist. Er hat keinen Zauberstab mehr, ne? Ich habe eine Idee. Ich habe da eine Idee, was ich machen könnte. Ich glaube, es wird ihm nicht gefallen. Der Piekserhelm. Ah, mal gucken. Vielleicht brauchen wir den gar nicht. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ah, vielleicht brauchen wir den doch. Ha! Kontert. Wäre es wirklich so witzig, wenn man nicht los wird da deswegen? Ah, vielleicht. Hammer. Ja. Voll gut. Er kann ihm nichts anhaben. Ist ja herrlich. Das ist ja herrlich. Ulkig und herrlich finde ich zugleich richtig gut. Hey, Sniffit. Ich weiß, du willst nicht arbeiten, aber... naja. Einfach abgehauen. Ich bin gemein. Er hat mir echt schon so viele Karten gefressen, ey.
Was? Das kann nicht sein. Ich habe verloren. Ich kann seiner kleinen Keinfarbigkeit Bowser nie wieder unter die Augen treten. Ich sollte mich irgendwo verstecken. Und zwar in einem Ort. Mit einem Koch, der weiß, wie man Steaks anbrät. Hui. Bye. Der Zug kommt gleich im Kap Sternzelt an. Unsere Endstation. Bitte achten Sie darauf, Ihr Gepäck mitzunehmen. Und den Korken? Ah. Schön. Puh, zum Glück hatte ich den noch, den Korken. Hihi. Voll gut. Ob man den im ersten Zug auch schon einsetzen kann? Hm. Das wäre interessant. Da schwappen sich ja wirklich alles. Haha. Wir sind am Kap Sternzelt angekommen. Du musst nach dieser langen Reise der Chef sein. Ja, ein bisschen, wa? Ankunft in Kap Sternzelt. Puh, geschafft, aber es ging zwar nicht ohne Schwierigkeiten. Was, da ging zwar nicht ohne Schwierigkeiten, aber ich hatte auch sehr viel Spaß. Und hier müsste irgendwo einen großen Farbstern geben. Mal sehen, ob wir ihn finden können. Hm. Na, wie geht's? Was für eine Lokomotive. Man kann die Kraft direkt spüren. Der Abendrot-Express sieht wirklich in der untergehenden Sonne umwerfend aus. Ja, cool, wa? Ich liebe es, Zügen zuzusehen. Oh, habe ich dir das schon mal gesagt? Ich glaube ja. Und ich sagte, ich auch. Hi. Hier sind wir am Kap Sternzelt. Bekannt für seinen sternenübersehenden Nachthimmel. Hm. Kap Sternzelt. Schön ruhig hier vor allem. Gefällt mir. Der Zug ist großartig. Dank des technischen Geschicks der Toads vom Toad-Depot fährt er, als wäre brandneu. Er ist so schnell, dass man gar nicht denken würde, dass dies seine letzte Fahrt ist. Ich würde niemals einen Zug von der Strecke nehmen, wenn er so gut verfährt. Das wäre Verschwendung. Da hast du völlig recht. In einer großartigen Lokomotive wie dieser steckt noch so einiges. Lass mir sie da auch weiterhin fahren. Der Abendrot-Express verdient nichts Geringeres. Ah, sie freut sich. Cool. Die Lokomotive läuft jetzt ohne Probleme. Ich bin ja so froh. Lass uns irgendwann nochmal zusammenreisen, in Ordnung? Klar, gerne. Es ist eine gute alte Lokomotive. Die Passagiere des Abendrot-Express sind sicher froh, dass sie sich so gut gehalten hat. Toll, sieh nur, Mario. Oh, oh. Der ganze Himmel voller Sterne. Ist es nicht großartig? Oh, oh. Kein Wunder, dass man es Kap Sternzelt nennt. Schön hier eigentlich, ja. Aber ich sehe da im Hintergrund irgendwas, was mir nicht gefällt. Oh. Oh, eine Sternschnuppe. Ah, wir wünschen uns was. Hast du dir das gewünscht, Mario? Du bist sicher, dass Prinzessin Peach in Sicherheit ist, oder? Mein Wunsch war natürlich, dass es uns gelingt, alle 6 großen Farbsterne zurückzubringen. Oh. Da ist er, der große Farbstern. Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ah! Ich bin mir ganz sicher, dass die Sternschnuppe meinen Wunsch gehört hat. Und es bedeutet, dass auch dein Wunsch in Erfüllung gehen wird, Mario. Schnappen wir uns also den großen Farbstern und reisen wir weiter. Na dann. Hi, Fromp. Der im Hintergrund war das, glaube ich, ja? Was auch immer der da macht hinten. Herrlich. Na dann, bring uns nach Hause. Oh. Oh. Du bist gerade schon pink. Meine Herren.
Oh, oh. Das bedeutet nichts Gutes. Nein, nein. Donk. Hurra, der große orangene Farbstern ist wieder zurück. Ich bin der große orangene Farbstern. Ich erinnere mich daran, was geschehen ist, kurz bevor Bowsers Armee Port Prisma angegriffen hat. Lasst mich euch zeigen, was mit Bowser geschehen ist. Doch ich warne euch, es ist nichts für schwache Gemüter. Moment, warum war der Brunnen voll mit schwarzer Farbe? Ah. Komisch, denn auch deren Teiche hier vorne waren mit schwarzer Farbe voll. Hm. Das gibt's doch nicht. Bowser ist nur schwarz geworden, weil er direkt hier im Prismabrunnen mit schwarzer Farbe in Kontakt gekommen ist. Aber wie ist die schwarze Farbe aber erst in den Brunnen gekommen? Gute Frage. Was auch immer der Grund dafür sein mag, der Prismabrunnen ist der Ursprung der schwarzen Farbe. Lustigerweise gibt es auch einen regenbogenfarbigen Bowser in Mario und Luigi Dream Team Brothers war das, glaube ich, oder? War es in Dream Team Brothers? Ich meine schon. Komplett regenbogenfarben. Total super. Genau das Gegenteilige. Wir müssen den letzten großen Farbstern so schnell wie möglich finden. Es fehlt noch ein großer Farbstern. Also feiern wir die Rückkehr des großen orangenen Farbsterns. Den grorangenen? Nee. Doch, Grorangenen. Wow. Des Grorangen? Grorangen Farbsterns. Und los geht's! Prisma County. Nee, Country. Cool. Maximale KP erhöht. Und damit fehlt es nur noch ein großer Farbstern und das ist der grüne. Ja, der grüne. Und wo der zu finden ist, das wissen wir auch auf der Weltkarte. Aber ich will sagen, ich beende den Part an der Stelle. Ich danke fürs Zuschauen, der Part ist schon recht lang geworden. Deswegen machen wir beim nächsten Mal weiter. Also, haut's rein. Bis dahin. Und wie immer, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.